Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben heute eine Set-Review für euch und zwar geht es um das brandneue Set, das tatsächlich heute offiziell rauskommt. Und zwar Sonne und Mond Ultra Prisma, 173 Karten, ein Riesenset mit sehr, sehr coolen Artworks, spielbaren Karten, aber mehr dazu seht ihr jetzt im Video. Und hier haben wir es. Das Trading Card Game Online hat heute die Karten natürlich online gestellt. Heißt, wir können uns alle mit ihren wunderschönen Artworks anschauen. In deutscher Sprache, nicht, dass wir wieder die japanischen Scans irgendwo anschauen. Wir schauen das hier im Spiel an, weil es einfach schöner ist. Wir können die groß machen, wir können das besser lesen. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal ein bisschen Zeit und gehen die Karten durch. Ich werde natürlich, weil ihr es auch immer euch wünscht, nicht auf jede einzelne Karte eingehen, sondern mehr auf die Karten, die wirklich interessant sind. Sowas wie die dauernde Explosion. Aus Scherz, ja, nee, auch nicht da. Gut, Freunde, wir haben wieder eine Menge Karten, die wir anschauen wollen. Wie gesagt, 173 Stück sind es, bestehen aus Pokémon-Trainern und Energiekarten. Schon mal vorab, es gibt einen neuen Spielmechanismus, der sich hier hoffentlich, ja, etabliert. Ja, wir haben coole Sachen am Start. Schauen wir mal, Prisma-Karten nennt sich der Spaß. Davon werden wir uns auf jeden Fall ein paar anschauen. Beginnen wir aber mit dem Gewohnten. Wir beginnen mit dem Pflanzen-Pokémon und skippen erstmal einen Großteil, weil er tatsächlich nicht spielbar ist. Also es gibt keine Karte, wo ich sage, ja, da kann man bestimmt irgendein lustiges Deck damit bauen. Würde ich jetzt auch nicht groß empfehlen. Für Starterdecks, klar, wenn man gerade anfängt, kann man schauen, machen die Pokémon Damage oder nicht, haben sie vielleicht einen lustigen Effekt, aber an und für sich erstmal weg. Das erste interessante Pokémon ist tatsächlich Kinoso. Und zwar haben wir hier ein kleines Baby-Pokémon, ein kleines Pflanzen-Pokémon mit 80 KP, ist aber eine Phase 1-Entwicklung. Nur für die Fähigkeit Wetterschutz. Wenn man sich das anschaut, deine Pflanzen-Pokémon haben keine Schwäche. Mitunter auch aus diesem Set ist Volipurba GX. Nicht nur, weil es eine wunderschöne Karte ist und sich Niki mega drüber freuen wird, dass es wieder eine Evolution gibt. Nein, das Teil ist wirklich saustark. Wir schauen uns die Ability an. Atem der Blätter, wenn dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist, kannst du einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, 50 Schadenspunkte bei einem deiner Pokémon heilen, an das mindestens eine Energie angelegt ist. Das heißt, es kann sich selber heilen. Jede Runde um 50, wenn wir vielleicht nicht so viel Damage kriegen und vielleicht auch keine Schwäche haben, da irgendwie doppelt Damage kriegen, dann kann es echt nicht schlecht sein, wenn man sich da ein bisschen heilt. Oder gedamagte Pokémon auf der Bank, ja, wie zum Beispiel ein Kaputore, das gehittet wurde, dann wieder auf die Bank geht, ja, vielleicht wieder einen Reload sucht, über Donarion aufgeladen zu werden, dann kann man das nochmal heilen über zwei, drei Züge und in der Zeit können wir schön Druck vorne aufbauen mit Solarstrahl, können wir 110 Damage machen, aber eigentlich ist dieses Pokémon so ein Supporter-Teilchen für entwickelte Decks. Das heißt, wenn man sich die GX-Attacke anschaut, dann versteht man das. Blütezeit passt schon so von der Thematik her. Schön gemacht. Durchsuche pro Basis-Pokémon auf deiner Bank dein Deck nach einer Karte, die sich aus jenem Pokémon entwickelt und lege sie auf jenes Pokémon, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck. Okay. Boom. Turn 1. Linette. Haut mir keine Ahnung, wie viele Bouts auf die Bank und noch irgendwas, was ich entwickeln möchte. Dann Volipurba oder in dem Fall dann Evoli, Pflanzenenergie, Speed Evolution, Volipurba GX im aktiven Spot, Blütezeit GX in der ersten Runde. Wumms! Haben wir schon wieder ein paar Karten aus dem Deck geholt, ja, weil wir entwickeln dann unser Bouts in Arboretos. Und das Deck ist kleiner, die Wahrscheinlichkeit danach Silvaro zu ziehen und zu entwickeln ist höher. Wir können das ja auch dann wieder über den Hyperball realisieren und einfach Karten ziehen. Und wir können einfach mega schnell da einen Support aufbauen. Das ist saustark, nachdem wir weiter großen Gewächse nicht mehr haben, um wirklich im selben Zug noch aus der Hand zu entwickeln. Wir haben hier eine Search Engine in dem Fall durch Blütezeit GX. Wir kriegen die Pokémon raus. Wir können danach mit Evosoda weiterspielen oder mit Heiko oder sonst was und relativ schnell den Damage erhöhen, wenn wir dann drei Silvaro haben. Jeder schießt sein Damage zusätzlich zu unserem Solarstrahl mit 110 plus Wahlband 140. Ja, ihr seht schon, das kann sich aufbauen. Und wir heilen uns trotzdem oder irgendeinen unserer Kollegen jede Runde um 50 Punkte, wenn Volipurba aktiv ist und das Pokémon auch schon eine Energie anliegen hat. Also fantastisches Pokémon. Hier natürlich die bekannte Feuerschwäche. 200 KP ist aber trotzdem schon mal eine Marke. Ja, wir haben hier viele der Evolutions, die bei 200 eben einsteigen. Rückzugskosten haben wir 2 und keine Resistenz, in dem Fall auch nicht allzu wichtig. Ja, eine Resistenz ist, sieht man heute nicht mehr so häufig bei den Pflanzen-Pokémon, deswegen nicht wichtig. Gut, Volipurba auf jeden Fall, must have, super geiles Pokémon, entweder für die Sammlung oder zum Spielen. Muss man ins richtige Deck eben bauen und dann funktioniert das auch.
Die Rotom schauen wir uns nach allen Pokémon nochmal an, weil die sieht man schöner, wenn sie nebeneinander sind, wie dumm die eigentlich sind oder wie lustig. Shaman Shot putzig aus, in dem Fall auch nichts wie Arakor. Und Aranestro ist in dem Fall tatsächlich eine Pflanzenversion, wenn ich mich nicht irre, von der ursprünglichen Wasserversion, die wir schon hatten in einem der älteren Sets. Dementsprechend auch meh. Dann haben wir Panflam hier in zwei verschiedenen Artworks. Das ist immer schön zu sehen, dass es verschiedene Designs gibt. Ein bisschen schlichter, mal mit wirklich Background. Gut gemacht vom Artwork her. Pampyro gefällt mir nicht vom Artwork. Ist auch kein so starkes Pokémon. Aber Panferno. Man redet drüber, man weiß noch nicht ganz genau, was man damit machen soll. Denn die Fähigkeit Flammenkämpfer klingt an und für sich interessant. Lege zwischen den Zügen 6 Schadensmarken anstelle von 2 Schadensmarken auf das verbrannte Pokémon deines Gegners. Und sein Angriff selber sagt 50 Damage für Explosionshieb und das aktive Pokémon ist jetzt verbrannt. Heißt also, wenn wir angreifen für 2 Energiekarten bei einem Phase 2 Pokémon, machen wir 50 Damage plus 60 weitere im Rundenwechsel, weil es ja verbrannt ist. Nee, auch nicht. Hitze-Rotom haben wir gesagt, stellen wir hinten an. Mollung und Amphierer. Amphierer haben wir schon eine ältere Version gehabt, die gar nicht so schlecht war, weil sie auch instant vergiften konnte. Wir haben Panikgift. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt verbrannt, verwirrt und vergiftet. Das ist nicht verkehrt, weil wir haben Verbrennung macht Damage, Vergiftung macht Damage und wenn man verwirrt ist, hat man die Möglichkeit, dass sich der Gegner selber haut, falls er entschließen sollte, sich wirklich anzugreifen und er den Münzwurf verkackt. Auf gut Deutsch, dann macht er sich sogar noch mehr Damage. Und Meuchelklaue 60, wenn das aktive Pokémon eines Gegners von einem Spezialzustand betroffen ist, fügt dieser Angriff 60 Schadenspunkte mehr zu. Hier für ein Phase 1 Pokémon deutlich besser, dass wir hier 120 Damage für 2 Energiekarten machen können. Vorausgesetzt, der Gegner hat eben einen Zustand. Kann man im Expanded-Format, natürlich im erweiterten Format, über Karten wie Hypnotoxin-Laser heißt der tatsächlich im Deutschen, kann man das schneller aufs Feld kriegen, aber da wird man wahrscheinlich andere Pokémon spielen, wie zum Beispiel das altbekannte Branawarz-Ex mit Item-Lock. Ja, zu dem Thema kommen wir heute auch noch. Gut, Tortonatus wieder mal am Start mit einem ähnlichen Artwork wie davor schon, mit ähnlichen nicht so supergeilen Attacken wie davor schon. Aber gut, dafür haben wir Alola Sandan. Das nicht überzeugt, dafür aber Alola Sandame. Stachelpanzer für keine Energie, macht es 30 Damage und wenn wir nächste Runde Schaden bekommen durch einen gegnerischen Angriff, fügt sich der Gegner selber 60 Schadenspunkte zu. Wir haben also einen eingebauten Bursting Balloon, diesen Platzballon. Wenn wir den auch noch anlegen sollten, dann wird der Gegner aller Wahrscheinlichkeit nicht angreifen, weil er sich dann selber 120 Damage schießt. Außer er legt die Karte natürlich ab über ein Feldgebläse oder spielt Bromley und tauscht unsere Pokémon aus. Dann ist sowieso der Platzballon weg. Aber Stachelpanzer könnte so als kleiner Blocker, dafür, dass es keine Energiekarten braucht, schon eingesetzt werden. Alola Vulpix. Wer auch immer dieses Artwork gemacht hat, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber es schaut aus, als hätte es ein Kind gemalt. Und das könnte wirklich so eine Idee gewesen sein, außer der Illustrator Tomokazu Komiya hatte da einfach einen lustigen Tag und dachte, ja komm, Alola Vulpix, nachdem das letzte wunderschön war, super süß geworden ist, verkacken wir das doch einfach mal, bloß weil wir es können. Aber, na gut, auch hier die Attacken, Brüller tausche das aktive Pokémon deines Gegners, nee, passt schon. Plinfer wird interessant, wenn es sich weiterentwickelt und zwar in Empoleon. Empoleon hat 2 interessante Attacken mit absolutes Gebot, ein 160 KP starkes Phase 2 Pokémon. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der Pokémon auf der Bank zu und zwar bei beiden Spielern. Das heißt, das Teil kann für 10 Pokémon 20 Damage hauen, resultiert also in 200 Damage maximal im Standardformat. Wenn wir das auf das erweiterte Format weiterspielen, dürfen wir noch 6 weitere Pokémon dazuzählen. Du wirst ja blöd, der hat 320 Damage macht das Ding dann im Optimalfall. Das heißt, das kann man bestimmt cool irgendwie unterstützend gestalten, dass man viele Pokémon auf der Bank hat, die Karten ziehen lassen, um Entwicklungen zu bekommen, ob das jetzt eben ein Octillery ist, ob das Zoroark GX ist. Man hat die Bank voll mit Pokémon, um selber auf jeden Fall die 100 Damage von seiner Seite auszumachen, wenn der Gegner seine Bank auch gefüllt hat, was normalerweise ja der Fall ist. Allein durch Supporter-Pokémon wie eben das Carpufala oder Pokémon, mit dem man danach angreifen möchte, kommen wir hier auf eine gewisse Zahl, die man respektabel nennen kann. Dafür, dass es ein Non-EX, Non-GX-Attacker ist, der für 2 Energiekarten angreift, ist das echt in Ordnung. Sonst haben wir Whirlpool für 90 und wir legen eine Energiekarte vom aktiven Pokémon auf den Ablagestapel.
Bekannt, Empoleon war immer schon interessant, entweder man konnte Karten ziehen oder für viele Pokémon irgendwie Damage machen, was tatsächlich mir auch erst aufgefallen ist. Es gibt auch noch Empoleon Turbo. Ob sich das lohnt, das Ding kriegt 10 KP mehr und es macht 30 Damage, glaube ich, mal der Anzahl an Bank-Pokémon vom Gegner. Irgendwie, ich weiß nicht, bin ich mir... Nee, glaube ich nicht. Also, lassen wir das mal. Barmelin und Boyelin, wie immer. Süße Pokémon, ich mag die kleinen Frettchen da, die sind... Wiesel sind das ja tatsächlich. Gut, kennen wir. Rexblizzer. Würde ich auch gerne skippen, weil nicht so besonders. Nicht so besonders wie Glaziola. Und tatsächlich ist auch hier wieder die Evolution die interessanteste Karte bei dem Wassertypen. Mit Gefrierblick. Solange dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, haben die Pokémon GX und Pokémon EX seines Gegners im Spiel auf seiner Hand und in seinem Ablagestapel keine Fähigkeit außer Gefrierblick. Boom! Das ist Ability Lock, wenn dieses Pokémon einfach aktiv ist. Zumindest für EX und GX Pokémon. Carpufala, Mittelfinger hoch, macht nichts mehr. Geile Sache. Aber was kann's noch? Frostprojektil. 90 Damage für das aktive Pokémon, 30 auf die Bank. Erinnert an Night Spear von Darkrai EX, vom alten. Aus Erforscher der Finsternis. Super schöne Karte, auch hier wieder Glaziola, Evolution. Niki wird sich freuen, ich find's geil. Und es braucht eine Wasserenergie und eine Doppelfarblos. Perfekt. Wenn es jetzt Doppelwasser und eine beliebige gewesen wäre, wäre schon wieder nicht so leicht spielbar gewesen. Ja, weil hier haben wir zwei Energy Attachments. Tatsächlich das Evoli, das durch eine Wasserenergie in ein Glaziola entwickelt wird, plus die Doppelfarblos in der nächsten Runde und wir können schon angreifen. Fantastisch. Super geile Karte. Wir haben aber noch eine Attacke und zwar den Polarspeer GX für dieselben Energiekosten wie das Frostprojektil. 50 Damage mal der Anzahl an Schadensmarken auf dem aktiven Pokémon deines Gegners. Ist bedingt interessant, braucht man oder nicht. Wenn der Gegner 4 Damage hat, gut, machen wir 200 und zerlegen theoretisch wirklich jedes Pokémon. Heißt, man könnte von der Bank ein bisschen schießen, wird es vielleicht mit Alola Vulnona GX kombiniert, weil dann kann man Schaden ein bisschen vorbereiten, dann kommt der Polarspeer und zerlegt. Kann man machen. Auf jeden Fall ein super starkes Pokémon, leider aber hier die Schwäche gegen Metall-Pokémon, was jetzt ein bisschen bitter kommt, weil wir sehr, sehr starke Metall-Pokémon sehen werden. Oder ein spezielles. Und ich werde es auch spielen, weil ich es super geil finde. Aber gucken wir uns das weiter an. Glaziola, wie gesagt, 200 KP. Starke Sache, auch hier zwei Energien für den Rückzug. Waschrotom, Frostrotom, bla. Manaphy könnte ein cooles, kleines Supporter-Pokémon für Wasserdecks sein, die irgendwann das Problem haben, ihre Energiekarten zurückzubekommen. Durch Item-Lock oder einfach, weil man keine Handkarten hat oder zu wenig hat und dringend Energiekarten auf dem Feld braucht. Tiefe Strömung sagt, mische 5 Wasserenergiekarten aus deinem Ablagestapel in dein Deck zurück. Ist natürlich so ein kleines gefundenes Fressen-Pokémon, ja, so ein Opfer-Pokémon. Das wird halt nach vorne gelegt, um diesen Effekt einmal auszuüben, wird wahrscheinlich in der nächsten Runde besiegt, der Gegner kriegt einen Preis dafür. Das heißt, man muss immer so ein bisschen relativieren, tauscht man eine Preiskarte gegen 5 Karten wieder im Deck oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, daran zu kommen. Aber es könnte ein nettes Supporter-Pokémon sein und deswegen ist es auf jeden Fall nennenswert. Electek, Elevoltek nicht. Dafür haben wir eine super coole Entwicklung mit Shinux, mit Luxio und mit Luxtra. Fangen wir von vorne an mit Shinux. Davon gibt es zwei Versionen. Und hier haben wir das super coole Pokémon mit der Fähigkeit Entwicklungsvorteil. Wenn du als Zweiter am Zug bist, kann sich dieses Pokémon während deines ersten Zuges entwickeln. Setzt aber voraus, dass wir Shinux auf der Hand haben. Dass wir natürlich Luxio auf der Hand haben, um Shinux zu entwickeln. Aber das kann echt ein Vorteil sein, denn wir könnten danach wieder direkt weiterentwickeln in das Luxtra. Aber wir schauen nochmal kurz bei Luxio. Was kann denn der Kollege eigentlich? Außer, dass er auch ähnlich ausschaut wie das Alola Vulpix vom Artwork her, vom Style her. Und es ist aber tatsächlich jemand anderes, der sich doch dieses Stiles bedient hat. Wir haben Unterbrechen. Für eine Energiekarte macht 30 Damage und dein Gegner kann während seines nächsten Zuges keine Itemkarten aus seiner Hand spielen. Boom, Branavaz. Wir hatten es schon mal kurz angesprochen. Hier haben wir ein Item-Lock-Pokémon, das sich relativ schnell entwickeln kann, für eine Energiekarte 30 Damage macht. Was will man mehr? Wir haben hier sogar eine Resistenz gegen die jetzt wirklich stark werdenden Metall-Pokémon, aber eine Schwäche gegen Kampf-Pokémon, die wir auch immer wieder sehen. Wir werden auch hier wieder Kampf-Pokémon haben, die echt cool kommen, mit Lucario und mit Garchomp, aber
Machen wir erst da weiter. Luxio entwickelt sich also letzten Endes in das super coole Luxtra mit der Fähigkeit Hammerhauer. Solange dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, fügen die Attacken des aktiven Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte weniger zu. Heißt, wir schützen uns einfach dafür, dass wir da sind, weil wir mächtig sind, weil wir imposant wirken und können mit der Attacke Strombolzen angreifen. Wenn wir wollen, dann legen wir alle Blitzenergiekarten von diesem Pokémon auf den Ablagestapel und fügen dann einem gegnerischen Pokémon 150 Schadenspunkte zu. Kann man machen. Oder das, was offensichtlicher ist, man spielt das mit dem schimmernden Celebi. Das sagt, wir dürfen die Attacken von unseren unteren Entwicklungsstufen auch mit benutzen. Und dann können wir mit einem starken Luxtra vorne präsent sein, uns vor 30 Schaden extra schützen und wir können dem Gegner einfach die Itemkarten verbieten. Und was ist das Mächtigste, was es eigentlich gibt im Pokémon TCG? Itemkarten. Wenn die weg sind, da wird der Gegner so lahmgelegt oft, außer er hat die Möglichkeit, über wirklich viele Supporterkarten irgendetwas zu machen, Karten zu ziehen, Pokémon zu tauschen, zu entwickeln, Sachen zu suchen überhaupt. Wenn er das über Supporter hinkriegt, gut. Wenn nicht, ja, yeah, gut für uns. Deswegen Luxtra, ein sehr cooles Pokémon, sehr coole Entwicklung, sehr cooles Deck, was man damit bauen kann. Sobald wir die Karten online haben, werden wir uns auch natürlich daran versuchen, dass ihr seht, wie könnte das Meta dann laufen, was wird es für Decks geben neu. Und da freue ich mich schon drauf. Brauchen wir ein bisschen wieder Support, dass wir genug Codes kriegen, um die Booster einzutauschen. Dann soll das funktionieren. Pachirisu is back in the game. Unser Elektrohörnchen bringt uns zwei interessante Attacken mit Schmusegenerator. Durchsuche für jedes Pokémon auf deiner Bank, das die Attacke Wangenrubbler hat, dein Deck nach einer Energiekarte und lege sie an jenes Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Das erste, was natürlich in den Sinn kommt, ist Raichu GX bzw. mit Pikachu. Weil Pikachu hat die Attacke Wangenrubbler. Und Pachirisu hat die Attacke Wangenrubbler. Und was sagt nochmal Raichu GX? Je mehr Blitzenergiekarten auf deinem Feld liegen, desto mehr Damage machst du. Also habt ihr hier ein cooles Supporter-Pokémon für genau dieses Raichu GX-Deck mit Schmusegenerator. Sonst könnt ihr auch gerne mal mit Wangenrubbler angreifen, wenn die Situation brenzlig wird. Wirf eine Münze. Bei Kopf ist das aktive Pokémon des Gegners jetzt paralysiert. Wenn das hilft, dann hilft das. Wenn nicht, dann wird ein bisschen geschmust und dann wird sehr viel Strom oder sehr viel Energie hier freigesetzt in Form von Blitzenergiekarten. Also Pachirisu, auch ein cooles Pokémon. Rotom haben wir schon gesagt. Mäh. Krüppuck. Wir haben Lichtlose Welt. Super gute Attacke. Wenn wir mal gucken, was die denn macht. Nimm 2 Unterstützerkarten aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Versus Seeker. What? Super geil. 2 Supporterkarten aus dem Discard-Pile wieder auf die Hand. Für eine Attacke, natürlich haben wir hier wieder auch wie bei Manaphy so ein Opfer-Pokémon, das wahrscheinlich danach draufgehen wird. Piondragi braucht viel zu viele Energiekarten, kann also nix. Toxicroak kann nix. Aber jetzt geht's los mit der neuen Mechanik. Und zwar gibt es Prisma-Stern-Pokémon. Passt so ein bisschen zum Set, ja, das wir hier vorstellen. Giratina Prisma heißt es dann im Endeffekt. Wir haben eine neue Regelung. Du kannst nicht mehr als eine Prisma-Karte mit demselben Namen in deinem Deck haben, wenn diese Prisma-Karte auf den Ablagestapel gelegt würde. Lege sie stattdessen ins Nirgendwo. Man wird das Spielfeld kennen. Man hat ja nur den Ablagestapel, sein Deck, man hat seine Preiskarten, seine Bank, sein aktives Pokémon. Das war's. Aber es gibt noch eine sogenannte Lost Zone. Das ist das Nirgendwo. Das gab es früher mal, ich glaube in der Diamant- und Pearl-Zeit tatsächlich. Ja, passt ja zu Giratina, Palkia und Dialga. Gibt es ja diese Parallelwelt, dieses Nirgendwo dann, wo das Giratina auch haust, glaube ich. Das würde ja alles erklären, ja, wenn wir hier dieses Super-Pokémon kriegen. Wenn also die Karte auf den Ablagestapel gehen würde, geht sie einfach komplett aus dem Spiel und ihr bekommt sie im Normalfall nicht zurück. Außer wir erhalten noch neue Karten, die sagen, suche eine Karte aus dem Nirgendwo und nimm sie wieder zurück auf die Hand oder lege sie zurück in den Ablagestapel. Ab dem Moment ist die Karte komplett out of the game. Ihr könnt sie nicht mehr einsetzen, ihr könnt sie nicht mehr zurückholen. Das ist natürlich klar, dass diese Pokémon dann dementsprechend stark sein sollten. Wir haben ein Basis-Pokémon mit 160 KP. Damit fängt es ja schon mal an. Aber die hat Fähigkeit. Schauen wir uns auch an. Wenn dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du 2 Psycho-Energiekarten aus deiner Hand an es anlegen. Also relativ schneller Support, direkt für das Giratina, vielleicht dann noch mit dem Top-Elixier, dass man auf 4 Energiekarten kommt, um dann mit Krisensprung anzugreifen. Was macht das Teil denn? 160 Damage, lege 2 Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel.
müssen wir ablegen, müssen wir wieder drauf bekommen. Was kann man damit anstellen vielleicht? Man kann es mit, nicht allzu viel kombinieren leider, man kann es mit Lunala GX probieren. Lunala GX kann ja Psychoenergiekarten hin und her schubsen. Man könnte sagen, Giratina wird gespielt, man kann Energiekarten anlegen, man nimmt Giratina wieder zurück, man legt es wieder hin, man legt Energien zusätzlich an, bla 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 bla. Könnte man. Ich im Moment sehe Giratina noch nicht in einem super starken Psycho-Deck, wo es wirklich Nutzen haben könnte, außer dass man zusätzlich Energiekarten aufs Feld bekommt, was man aber tatsächlich auch mit Top-Elixier und so machen könnte. Also in dem Fall leider noch nicht so der Überbringer, aber wir kriegen ja noch ein paar Prisma-Stern-Pokémon. Lunarache, Psychokinese, Lunala hier, aber auch Prisma-Stern ist in dem Fall ein Basis-Pokémon mit 160 KP. Vollmondstern, lege für jedes Pokémon deines Gegners im Spiel eine Psychoenergiekarte aus deinem Ablagestapel beliebig an deine Pokémon an. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Man kann damit wirklich viele Energiekarten aufs Feld zurückbekommen. Die Frage ist nur, wer kann damit wirklich was anfangen, außer ein Necrozma GX. Dass er sagt, für jede Psychoenergiekarte, die man wegschmeißt, macht man mehr Damage. Das könnte natürlich funktionieren, dass man ein Necrozma GX-Deck baut, das sich ein bisschen mit den Kollegen, ja, kombinieren lässt. Aber ich bin dann leider auch immer noch nicht so von diesem Psycho-Pokémon aktuell überzeugt, dass da wirklich viel kommen wird. Auch das nächste Pokémon, das wir jetzt sehen werden, weiß ich noch nicht. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der an allen Pokémon angelegten Energien zu. Dafür wäre das gut. Wir kriegen viele Energiekarten hin. Giratina kommt aufs Feld, legt sich selber 2 Energien an. Das sind schon mal 40 Schaden extra für Lunala. Lunala braucht selber schon 4 zum Angreifen. Das heißt, wir haben hier schon mal 80 Damage. Plus das, was auf Giratina anliegt. Vielleicht hat der Gegner noch irgendwie doppelfarblos Energien anliegen. Das kann schon, aber es ist trotzdem ein Pokémon, das 4 Psycho-Energiekarten braucht. Wenn es noch eine doppelfarblos wäre und 2 Psycho, okay. Aber es ist einfach zu intensiv für die Vorbereitung, um das wirklich zu sehen. Morgenschwinge Necrozma, die Fusion aus Lunala und Necrozma. Eine Ultra-Bestie. Schönes Teil. Was kann es denn? Invasion. Invasion ist quasi Keldeo X. Einmal während deines Zuges, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, kannst du es gegen das aktive Pokémon austauschen. Es ist geil, definitiv, aber brauchen wir das heutzutage, nachdem wir so viele Tauschoptionen haben? Wir haben Bromley in jedem Deck 3 bis 4 Mal eigentlich. Wir haben genug Switching Options. Würde man sowas brauchen, hätte man sowas wie Zoroark wahrscheinlich auch öfter gesehen mit einem Leichtstein. Aber tatsächlich könnte Morgenschwinge Necrozma als großes Big Basic Pokémon, was es ja tatsächlich ist, mit einem Leichtstein genau das wieder hinbekommen. Wir gehen in den aktiven Spot, ziehen uns zurück. Es ist im Endeffekt schon wie Keldeo. Aber was kann es denn für Attacken? Dunkler Blitz macht 120 Damage für 3 Psychoenergiekarten. Dieser Schaden wird durch Resistenz nicht verändert. Heißt, wir machen konstant. Hier auf jeden Fall unsere 120. Aber Schwäche würden wir natürlich extra hauen. Psycho-Pokémon haben Psychoschaden höchstwahrscheinlich. Würden dementsprechend Damage extra nehmen. Passt. Lunar Finsternis GX. Das ist unsere Signature-Attacke mit 180 Damage. Du kannst diese Attacke nur einsetzen, wenn du mehr verbleibende Preiskarten hast als dein Gegner. Verhindere während des nächsten Zuges deines Gegners alle Effekte von Attacken, einschließlich Schaden, die diesem Pokémon zugefügt werden. Und das ist ein bisschen uncool natürlich, dass es komplett sich nur auf das Necrozma reduziert, weil wir machen 180 Damage. Wir werden höchstwahrscheinlich irgendein Pokémon besiegen. Der Normalfall ist, dass der Gegner irgendein schlechtes Pokémon nach vorne zieht, das er wahrscheinlich tauschen kann, weil es keine Rückzugskosten hat, einen Leichtstein hat oder einen Bromley hat. Dann wird Bromley aktiviert, das morgenschwingende Necrozma geht wieder auf die Bank und schon ist dieser Effekt weg. Wir haben also nicht mehr diesen Schutz. Wenn der Gegner nicht tauschen sollte, dann haben wir nächste Runde trotzdem nur ein Pokémon da sitzen, das 120 Damage macht. Wenn wir ein Pokémon nicht one-shotten können, dann ist es in Ordnung, dann würden wir mit 2 Angriffen auf jeden Fall den Knockout kriegen. Da bleibt aber immer die Frage, gibt es nicht ein anderes Pokémon, dessen GX-Attacke man lieber einsetzen möchte? Oder muss es wirklich die Lunar-Finsternis sein? Ich bin nicht ganz so begeistert auch hier. Es ist cool, also ich finde es vom Artwork her toll gemacht. Mir gefallen generell immer so Fusionen, auch in anderen Serien und Manga und was, ne? Dragon Ball. Und da finde ich das schon echt gut gelungen. Gefällt mir sehr gut, aber wir haben eine Kampfresistenz, was ich noch sagen wollte, und eine Finsternisschwäche, das ist bedingt okay, da wir aktuell eigentlich nur Zoroark sehen und Zoroark, ja gut, Zoroark würde uns halt one-shotten, wenn man ehrlich ist, aber das ist eine Sache, die man in Kauf nimmt. Gut, machen wir weiter mit Cognodon, Ramaidon, das sich auch aus einem Fossil entwickeln muss.
Und was würde es denn machen, wenn wir es letzten Endes doch wirklich hochgezüchtet haben? Sauberer Treffer, 60 Damage, plus wenn wir gegen ein entwickeltes Pokémon kämpfen, nochmal 60 Damage extra. Oder der wilde Einschlag, das ist hier quasi in your face. Wilder Einschlag, wenn das aktive Pokémon des Gegners ein Basis-Pokémon ist, ist es kampfunfähig. Instant Knockout gegen Basic EX GX Pokémon. Krass, an und für sich, aber wir müssen gucken, wie wir das Ding überhaupt erst entwickeln, weil wir brauchen dafür ein Fossil und dann zwei Pokémon. Na, etwas zu viel Aufwand wahrscheinlich. Gehen wir weiter zu Lucario. Vorhersehende Aura. Einmal während deines Zuges kannst du, wenn du Knacker im Spiel hast, dein Deck nach einer Karte durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Boom! Mega die Search Engine für genau dieses Deck. Und die Kombination kommt ja jetzt noch, dass das Deck wirklich stark machen wird. Müssen wir direkt zu unserem Drachen-Pokémon springen. Ich muss das jetzt ein bisschen skippen, aber wir gehen wieder zurück. Weil dann erkennt ihr direkt die Kombi. Wir haben hier unser Knackrak. Für die Attacke Königsklingen. Eine Kampf, eine Doppelfarblos, easy hinzukriegen. 100 Damage und wenn wir diese Runde Cynthia gespielt haben, die Unterstützerkarte, die wir uns noch anschauen werden, dann machen wir 100 Damage extra. Lucario sagt dir, wenn wir Knackrak haben, dürfen wir eine Karte in unserem Deck suchen, auf die Hand nehmen. Die wir dann natürlich aktivieren über Cynthia in dem Fall, ja, kriegen wir dann die weiteren 100 Damage auf unser Knackrack und schaffen es eigentlich wirklich jede Runde hier Damage zu droppen. Wir müssen den Supporter zwar wieder reinmischen können irgendwie, aber vorab schon mal Spoiler, Cynthia werdet ihr pro Deck 3 bis 4 Mal schon spielen. Das heißt, das sollte gar kein Problem sein. So, weiter geht es. Wir waren hier bei Lucario, ansonsten Wiesel, Flinke gerade, eine Attacke, die wir schon von ihm kennen. Wird einfach nicht durch Resistenz verändert. Der Schaden macht Standard 70 Damage. Hypoteros, nee, lass mal. Quartermark könnte ein altes Quartermark-Deck wieder ein bisschen aufleben lassen, denn es hat die Fähigkeit Power Huddle. Solange sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, fügen die Attacken deiner Quartermark dem aktiven Entwicklungs-Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Schaut euch einfach nur mal den hier an. Ihr kennt ja noch das alte Quartermark für Teamgeist. Diese Attacke fügt 30 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der Quartermark auf deiner Bank zu. Wenn wir diesen Kollegen hier aus dem neuen Set noch dazu nehmen, würden wir für ihn alleine schon 60 Damage mehr machen. Rechnet sich das? Lohnt sich das? Natürlich wieder mit Mew gespielt. Wir hatten schon mal ein Deck-Profile gemacht, schon ein bisschen länger her. Wenn ihr wollt, schaut es euch nochmal an und überlegt mal selber, würde es Sinn machen, dieses Quartermark ein-, zweimal in das andere Deck eben zu nehmen. Dann würden wir 2 von dem neuen spielen und 2 von dem alten, hätten 2 Supporter und 2 Attacker. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob man da nochmal ein Update machen sollte von einem Quartermark und Mew Deck, wo wir wirklich versuchen, ohne EX und GX Pokémon zu spielen. Gramox, Kramchef, Sneeble, nicht besonders. Sneebuna finde ich cool für Böses Gebot, macht 50 Damage mal der Anzahl der Pokémon des Gegners, die eine Fähigkeit haben. Und wir werden eigentlich schon immer ein paar davon haben. Also wenn wir wieder das Beispiel nehmen, Volcanion, wir haben Tektas mit Zoroark, wir haben überall Carpufala drin. Wir werden schon viele sehen, aber es ist natürlich auch da wieder situativ. Haben wir Sneeble, haben wir Sneebuna, haben wir eine Finsternisenergie? Wo können wir das aktivieren, wo können wir das spielen, damit sich das auch wirklich lohnt und kriegen wir auch wirklich genug Damage hin? 3 plus Walbans sind 180, mit 180 können wir nicht jedes EX-GX-Pokémon besiegen. An und für sich interessant für ein Low-Budget-Ding vielleicht, wenn man erwartet, gegen große Pokémon zu spielen. Weil die kleinen Pokémon, die eine Ability tragen, sowas wie das Deponitox, das eben Fähigkeiten sonst blockiert. Es gibt schon ein paar Kollegen. Ja, und das summiert sich ja so ein bisschen auf, wenn man da genug davon sieht. Aber werden wir das brauchen, weiß ich nicht genau. Machen wir weiter mit Darkrai. Eine Karte, die ich auch natürlich unbedingt haben möchte für meine Sammlung. Albtraumstern. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank legst, kannst du 2 Finsternis-Energiekarten aus deiner Hand an es anlegen. Perfekt natürlich für das Darkrai EX und GX Deck, das sagt ihr auch. Darkrai EX für mehr Pokémon, für mehr Finsternis-Energiekarten im Spiel machen wir mehr Damage. Darkrai ist und bleibt also sein eigener Supporter, in dem Fall durch Albtraumstern. Aber auch eine Attacke bringt er mit sich. Für 4 Finsternis-Energiekarten macht er 120 Damage und das aktive Pokémon schläft jetzt. Was ist aber das Besondere an diesem Angriff und an diesem Darkrai Prisma? Der Gegner muss 2 Münzen werfen, um sich aus dem Schlaf wieder zu befreien. Wenn eine dieser Ergebnisse bei Zahl landet, schläft es weiterhin. Also es bleibt schwierig für den Gegner, aus diesem Zustand rauszukommen, da er 2 Münzen werfen muss und beide wirklich treffen muss.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Gegner lange im Schlaf sehen, wenn es nicht Karten gäbe wie Tausch, Flucht 2, Bromley, Acerola und so weiter. Und natürlich auch, wie wir es heute schon gesehen haben, das Necrozma, das Neue. Für Rush In, wenn man es so nennen möchte. Aber gut, Darkrai damit auch eines der neuen Pokémon mit dieser Spielmechanik. Darf man nur eine Version von Darkrai spielen. Wenn es besiegt wird, dann landet es in der Lost Zone oder im Nirgendwo. Definitiv im nächsten Metalldeck eine Magnetilo und Magnezone Line, weil das Teil ist so gut. Schauen wir uns an, warum. Erstmal, es gibt zwei verschiedene Magnetilo. Die haben wieder verschiedene Effekte. Hier, 60 KP für ein Energiesuchmagnet. Durchsuche in der Deck nach bis zu 3 Metallenergiekarten und zeige sie deinem Gegner, nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Schon mal eine Search Engine. Für was können wir es denn brauchen? Magnezone hat aber hier magnetischer Kreislauf. Sagt beliebig oft während deines Zuges, kannst du eine Metallenergiekarte von deiner Hand auf deine Pokémon anlegen. Moment. Kennen wir das nicht schon irgendwoher? Ja, jetzt schließt sich die Geschichte hier nochmal. Magnetischer Kreislauf. Beliebig oft während deines Zuges kannst du eine Blitzenergiekarte von deiner Hand an deine Pokémon anlegen, wie du willst. Also, Magnezone ist jetzt wieder am Start, quasi als Alternativversion für Metall-Pokémon. Ist wie unser altes Turtok, was wir schon kennen aus Turtok und Keldeo, dem Deck, was man früher gerne gespielt hat, haben wir hier jetzt eine Metallversion bekommen, die wir auch zwingend nötig haben für die Pokémon, die wir spielen wollen. Metal ist energielastig, braucht also schnellen Support, bekommt es fantastisch durch eine vielleicht 2-1-2-Line oder eine 3-3-Line mit Magnezone. Super cooles Pokémon. Was aber wahnsinnig geil ist, ist dieses neue Solgaleo. Es schaut nicht nur affengeil aus, sondern es ist auch wirklich saustark. Wir haben Aufgangsstern. Lege für jedes Pokémon deines Gegners im Spiel eine Metallenergiekarte aus deinem Ablagestapel beliebig an deine Pokémon an. Das Ding supportet uns halt ohne Ende. Das flutet unser komplettes Feld mit Energiekarten. Und wenn es dann soweit ist und selber entscheidet anzugreifen, dann haben wir den Corona-Einschlag und machen 160 Damage, dürfen aber nächste Runde nicht angreifen. Wir kennen das schon von diesem typischen Legenden-Pokémon, die viele Energiekarten brauchen, viel Damage drücken, aber danach nichts mehr machen. Die können einfach nicht mehr angreifen, weil sie sich so verausgabt haben. So ein bisschen wie Hyperstrahl, wie es früher auch immer war, ja? Einfach viel Damage drücken und dann nichts mehr. Aber super starkes Supporter-Pokémon darf man natürlich auch nur einmal spielen. Wenn es besiegt wird, geht's halt hops. Aber der absolute Star aus diesem Set, man kann es nicht deutlich sagen, nicht noch deutlicher sagen. Eine der besten Karten aus diesem Set ist das Abendmähne Necrozma GX mit Solgaleo. Die Fusion Necrozma und Solgaleo. Fun-fucking-tastisch, dieses Teil. So, Clownschlitzer macht auf jeden Fall Standard mal 60 Damage. Vollkommen okay. 3 beliebige Energiekarten. Jetzt geht's aber los mit Meteorsturm. Für 3 Metallenergiekarten einer beliebigen machen wir 220 Damage. Müssen 3 Energiekarten ablegen, was uns im Moment aber egal ist, denn wir kriegen die ja wieder zurück. Wir haben ja Magnezone, wir haben Solgaleo, Prisma, Stern. Heißen die eigentlich dann Prisma nur? Solgaleo, Prisma oder heißt der Solgaleo, Prisma, Stern? Ich weiß nicht, fände Solgaleo, Prisma irgendwie cooler. Nur. Ich denke, das ist besser. Wir kriegen die Energiekarten wieder zurück, das ist gar kein Problem. Und ihr seht noch eine Stadionkarte, die das ganze Ding so wirklich, wirklich lächerlich gut macht. Das wird zu gut. Gut, die GX-Attacke müssen wir uns natürlich auch noch geben mit Solarfinster. Das macht 250 Damage und du kannst die Attacke nur einsetzen, wenn du mehr Preiskarten übrig hast als dein Gegner. Okay, kein Problem. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten können wir jede Runde im Meteorsturm einsetzen, mit einem Walbahn 250 Damage gegen EX und GX schießen. Damit besiegen wir auf jeden Fall alles. Ja, es wird schon schwer, da irgendwie das nicht zu schaffen, außer es ist ein großes Big Basic GX-EX-Pokémon. Mit einem Kampfgeistgürtel, das dann irgendwie 260 KP hat oder eine Resistenz hat oder... Aber ansonsten drücken wir da eigentlich schon ordentlich den Damage drauf, um die Pokémon schnell zu besiegen. Es ist ein Big Basic GX Pokémon. Muss man auch noch mal wirklich verdeutlichen. Das muss sich nicht entwickeln. Das macht das Ding noch stärker. 190 KP ist schon am oberen Ende für Basics, ja. Also ich bin ein Riesenfan von dieser Karte. Schönes Artwork auch in dem Fall, mächtig. Schauen wir uns auch die Full Arts an, wenn wir so weit sind, aber geil. Magearna kommt mit Kleiderwechsel vorbei und sagt, einmal während des Zuges kannst du eine Ausrüstungskarte, die in einem deiner Pokémon anliegt, zurück auf deine Hand nehmen. Könnte bedingt nett sein, wenn wir wirklich von diesen Karten abhängig sind oder wenn wir sie umverlagern müssten. Ja, klassische Dinge sind so wie Walband und Kampfgeistgürtel und der Leichtstein. Muss man die irgendwie neu verlegen, dass das aktive Pokémon dann den Leichtstein bekommt.
Das könnte schon hinhauen, dass man das individuell umswitchen kann. Das ist okay, aber ansonsten muss man mal gucken, ob man das oft sehen wird, die Karte, aber man sollte sie vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Kapufala sollte, dachte ich, ursprünglich eher nur als Promokarte rauskommen, haben wir jetzt auch hier in dem Set drin, ein Feen-Pokémon mit Psi-Welle, auch eine schöne Ergänzung für Feen-Decks, fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der an das aktive Pokémon deines Gegners angelegten Energien zu. Wenn es mehr trägt, kriegt es halt mehr auf die Waffe. Auch okay für eine Energiekarte, deswegen vollkommen in Ordnung. Und magischer Austausch, verschiebe beliebig viele Schadensmarken auf den Pokémon deines Gegners, beliebig auf seine anderen Pokémon. Wenn wir viel auf der Bank schon mal verteilt haben sollten, mit Kollegen wie Kapuriki, ja, damit wir die Kapu-Konsistenz hier aufrechterhalten, dann haben wir die Kapus, die Damage verteilen, im wahrsten Sinne. Kapuriki auf der Bank und Kapufala arrangiert das nochmal um irgendwie Knockouts hinzukriegen. Das ist okay, auf jeden Fall cooles Pokémon. Schön, dass auch Kapufala jetzt eine Non-GX-Version bekommen hat. Jetzt können wir uns ein bisschen über die kleinen Drachen hermachen. Bei diesen lustig. Aufstieg, besuche dein Deck nach einer Karte, die sich aus diesem Pokémon entwickelt und lege sie auf dieses Pokémon, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck. Heißt also, wir entwickeln uns speedmäßig direkt in das Knagsel. Und Knagsel hat lustigerweise dieselbe Attacke. Das heißt, er würde sich dann nächste Runde weiterentwickeln in Knackrack. Aber wir haben noch ein zweites Kaumalat, das wir uns anschauen können, mit Steinversteck. Wenn an dieses Pokémon mindestens eine Kampfenergiekarte angelegt ist, dann hat es keine Rückzugskosten. Und wir wollen natürlich unserem Knackrack am Ende genug Kampfenergiekarten anlegen. Das heißt, auch das Kaumalat könnte schon eine tragen. Ansonsten haben wir konstant Schlitzer mit 40, Nagen mit 20 und das schon mal gezeigte Knackrack. Hat aber zwei Attacken, wie die erste haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Erstmal 150 KP stark, Drachentyp-Pokémon, Schwäche gegen, natürlich Fee. Was aber schon mal sehr cool ist, es hat keine Rückzugskosten. Es ist ein starkes Pokémon, es ist ein großer Hitter, es ist ein Non-EX, Non-GX-Hitter für viel Damage und es hat keine Rückzugskosten. Schnelltaucher. Für eine Doppelfarblos-Energie machen wir einfach 50 Damage auf eines der gegnerischen Pokémon, was wir uns aussuchen dürfen. Heißt, wir können snipen, wo wir es gerade brauchen, wenden natürlich Schwäche und Resistenz nicht an und Königsklingen haben wir schon angeguckt. Wenn wir diese Runde Cynthia gespielt haben, dann machen wir 200 Damage. Plus Wahlbahn 230, Stärkeenergie 250, ja, man kann das hochspinnen, wie man möchte. Wenn man das konstant aufrechterhalten kann, dann kann man mit Königsklingen hier ordentlich Druck machen. Man muss aber Cynthia gespielt haben, sonst macht man nur in Anführungsstrichen 100 Damage für 3 Energiekarten. Jetzt geht's los mit den Drachen-Pokémon. Mit den GX-Drachen-Pokémon. Und direkt mit dem Besten von allen da drin. Wir haben Dialga, was ein super cooler Supporter ist oder noch ein weiterer Hitter ist in einem Metalldeck. Denn es braucht tatsächlich nur mehr Metallenergiekarten. Hat zwei Attacken plus eine GX. Übertakten. Zieh so lange Karten, bis du 6 Karten auf der Hand hast. Vollkommen okay. Haben wir schon mal gesehen irgendwoher. Lucario X konnte sowas ähnliches. Und wir haben Zerfetzer. Das ist die typische Shred-Attacke, die auch viele der alten Drachen-Pokémon hatten. Konstant einfach 80 Damage machen und keine Effekte des Gegners wirken sich auf diesen Angriff irgendwie aus, auch wenn es davor eine Blockade war oder so. Der Schaden dieser Attacke wird durch Effekte auf dem aktiven Pokémon des Gegners nicht verändert. Boom, straight 80 Damage. Aber was diese Karte so dumm gut macht, ist zeitlos GX. Für 3 Metall und einer Doppelfarblos im Endeffekt machen wir 150 Damage und du bist nach diesem Zug erneut am Zug. Das ist eine Timeskip-Geschichte. Das ist so geil. Wir greifen an und sind schon wieder am Anfang unseres Zuges. Das heißt, wir können uns sehr coole Kombinationen überlegen. Wir zerlegen erst einen Pokémon. Dann muss der Gegner sein neues aktives Pokémon wählen. Wir können direkt wieder reagieren, weil der Gegner sonst nichts macht, außer sein Pokémon nach vorne ziehen. Und suchen uns direkt das nächste Pokémon aus, das wir angreifen wollen. Mit was? Wir können tauschen. Wir können in ein anderes großes Pokémon gehen, das Schaden verursacht. Vielleicht sogar direkt in unser Abendmähne Necrozma, so rum heißt es. Und damit den nächsten Knockout starten. Also wir können tatsächlich, wenn wir mit Dialga anfangen können, oder mit Dialga loslegen können, direkt 3 bis 4 Preiskarten ziehen. Wir besiegen das erste Pokémon, holen uns das nächste Pokémon irgendwie nach vorne und besiegen das auch nochmal, ohne das Problem zu haben, dass wir extrem auf die Fresse kriegen. Also Dialga finde ich schon cool. Generell, dass es auch einfach mal so einen Effekt gibt, weil das ist meiner Meinung nach oder meiner Doch, ich glaube, das ist tatsächlich der erste wirkliche Angriff eines Pokémon, der den Zug des Gegners komplett aussetzen lässt. Das ist schon geil. Palkia. Gut, über Palkia hatten schon ein paar Leute im Discord geschrieben. Was hält man davon? Was kann man damit machen? Ich bin kein großer Fan davon. Also Artwork schön und gut, passt perfekt zu dem von Dialga. Ja, wir haben hier die Säulen. Das heißt, die werden hier auf irgendeinem Podium irgendwo unterwegs gewesen sein oder
wo auch immer. Aber es ist leider nicht so stark. Also Raumkontrolle, verschiebe beliebig viele Energien von den Pokémon auf deiner Bank auf dieses Pokémon. Heißt, wir laden uns erstmal voll. Würde gut sein, wenn wir damit wirklich was anfangen können. Wir machen mit Wasserkraft 60 Damage plus 20 weitere für jede Wasserenergiekarte, die bei uns anliegt. Erinnert also auch sehr stark an das alte Keldeo-X und viele andere Pokémon, die so einen ähnlichen Effekt hatten, wie zum Beispiel Flamara-X, dass man einfach mehr Damage macht, wenn man die richtigen Typen an Energiekarten trägt. Aber was kann es sonst noch? Nullwert GX macht 150 Damage, mische alle Energien von jedem Pokémon deines Gegners in sein Deck. Wenn das Ding halt nicht 5 Energiekarten brauchen würde, wäre es ja vielleicht sogar noch spielbar. Aber ab dem Moment, ich glaube nicht, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Es ist schon praktisch, wenn der Gegner wirklich sein Feld geflutet hat mit Zeug und wir ihm das komplette Setup, zumindest was Energiekarten betrifft, wieder ins Deck mischen. Aber ich sehe das einfach nicht, dass man es umsetzen kann. 5 Energiekarten auf ein Palkia GX zu laden, was sonst eigentlich nichts anderes macht, nee, würde ich nicht machen, sagen wir es mal so. Gut, dann geht's weiter mit den bekannten farblosen Pokémon, die als Filler mit drin sind. Mit Schlubbleck, auch in dem Fall Nothing Special. Evoli, sehr süßes Design, werden wir leider aber nicht spielen, weil wir das Energy Evolution Evoli wahrscheinlich bevorzugen werden nach wie vor. Das finde ich ultra süß. Also, puh, das ist schon echt schnuppig. Ne? Also, leck mich am Ärmel, das haben sie echt süß gemacht. Mit Freundespalette. Dieser Angriff fügt 10 Schadenspunkte mal der Anzahl der verschiedenen Pokémon-Typen auf deiner Bank zu. Ist so die kleine, abgespeckte Version von einem Rainbow Road Xerneas, dass es einfach ein bisschen mehr Damage machen kann. Haspiroi ist süß, Schlappohr sowieso, hier bei der schönen Teeparty mit Kuchen und Poffles und allem. Gut, wir haben Kommandotan mit Bodenschätze, das ist die einzige wirklich interessante Attacke bei ihm. Lege 3 Karten aus seinem Ablagestapel in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck und es ist prinzipiell egal, in welcher Reihenfolge und wohin er sie mischt, solange er sie irgendwie wieder ins Deck bekommt, ist das ein ziemlich mächtiger Angriff, denn wir werden Karten spielen wie N. Wir werden Karten spielen wie Cynthia, wir werden Karten spielen, wo es heißt, mische irgendwas und ziehe dann Karten. Das heißt, wir würden diese Reihenfolge, die wir jetzt unter Stack gelegt haben, sowieso wieder durchmischen. Vollkommen egal, wir kriegen Ressourcen zurück. Sei es auch nur Doppelfarblos-Energiekarten, eine Stadionkarte, ein Supporter, ein Pokémon, irgendetwas. Wir können alles, was im Discard Pile sich befindet, irgendwie wieder reinmischen und das macht dieses Pokémon einfach ziemlich stark. Es gibt noch einen Supporter, der passt gut dazu. Da wird auch die Synergie irgendwo klar. Warum kann es genau diese Attacke, warum kann dieser Supporter genau das und das? Aber sonst, cool. Wir haben wieder ein Typ 0 Pokémon Artwork hier bekommen. Gnadenloser Schlag, 30 Damage plus. Wenn am aktiven Pokémon des Gegners bereits eine Schadensmarke liegt, machen wir 30 mehr. Für eine Doppelfarbe plus 60 Damage zu kicken, ist vollkommen in Ordnung. Und Headbangen können wir hier auch nochmal einfach 70 Damage kicken, wenn wir das brauchen. Amigento ist back, ja, mit einem alternativen Artwork, hier richtig fies. Schaut echt mies aus, dieses Pokémon, aber genau das, was wir schon kennen, mit Gyro-Aggregat, Turbo-Antrieb und Rebellieren. Also in dem Fall nichts Neues, einfach nur ein alternatives Artwork, genauso wie Zenlong, nothing too special. Und die Full-Art-Karten, einfach nur, weil sie schön ausschauen, mit Volipurba. Hier die Promokarte, die es nur in dieser Ultra-Bestien großen Box gab, falls ihr das nicht kennt. Rasanter Raubzug für eine, ich komme immer durcheinander mit den ganzen Energietypen, für eine Pflanzenergiekarte macht 30 Damage und wenn du als Erster am Zug bist, kannst du diese Attacke auch während deines ersten Zuges einsetzen. Erinnert auch so ein bisschen an das Latios, das wir von früher kennen, aus dem Drachenleuchten-Set. Das hat 40 Damage gemacht für eine Psycho-Energiekarte, wenn ich mich nicht irre. Das konnte man auch im ersten Zug einsetzen. Deswegen, rasanter Raubzug ist genau derselbe Name. Ja, same, same, same. Sonst, grausamer Stachel macht 60 und das gegnerische Pokémon ist jetzt verwirrt. Anmut GX macht 50 mal. Diese Attacke fügt 50 Schadenspunkte mal der Anzahl von deinem Gegner genommener Preiskarten zu. Auch in Ordnung, ja, aber muss man nicht spielen. Es gibt viele andere gute GX-Attacken, die man in einem Pflanzendeck eher spielen würde. Generell ist dieses Pokémon, denke ich, eher nicht so high-class, dass man es irgendwo wahrscheinlich sehen wird. Glaciola, süß geworden. Nach wie vor aber immer noch die Geschichte, dass die Full-Art-Designs keinen schönen Hintergrund haben. Es ist einfach nur Farbe und das ist so schade. Man könnte so viel mehr aus diesen Artworks machen. Man beschränkt sich da einfach echt nur auf das Pokémon. Auch Voltriant ist eine dieser Promokarten gewesen, die jetzt in dem Set erschienen sind, als Full Art lediglich. Leuchtender Kopf, verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von gegnerischen Pokémon zugefügt wird, die mindestens eine Spezialenergiekarte tragen. Wir hatten vorhin schon mal ein Metall-Pokémon angeschaut, das als Fossil und dann Entwicklung auf Phase 1
denselben Effekt hätte. Warum spielen wir da nicht einfach Voltriant? Ja, es ist viel einfacher. Rumpelnde Kabel, 100 Damage, lege die oberste Karte vom Gegner, vom Deck deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Heißt ein bisschen Deck Disruption ist auch noch am Start. Und beleuchtender Gegner zeigt dir seine Handkarten. Füge eine Karte, die du dort findest, verdeckt seinen Preiskarten hinzu. Boom! Was ist das, ja? Also viele, viele neue Attacken mit neuen, auch Win-Conditions oder eben Conditions, die das Gewinnen verlangsamen oder beschleunigen können. In dem Fall würde man dem Gegner einfach zusätzlich noch eine Preiskarte reinballern. Je nach Situation ist das in Ordnung, aber in dem Fall als Blocker, denke ich, ist Voltriant echt cool. Sonst haben wir eine Groß mal, wie gesagt, Morgenschwingen. Hier einmal, wir haben Kaguron, haben wir in den Metalldecks jetzt kürzlich erst wieder gehabt. Mit Amigento hat es sehr gut funktioniert, mit Genesect und Co. Kaguron als großer Hitter, der natürlich Gardi da ordentlich Druck gemacht hat. Raketeneinschlag macht 30 plus. Diese Attacke fügt 30 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der kostenlosen oder der farblosen Symbole in Rückzugskosten des aktiven Pokémon deines Gegners zu. Je mehr es natürlich trägt, desto mehr Damage machen wir. Sonst haben wir Mondkraft, macht konstant 130, besiegt also am Gardevoir mit 260 instant. Und wir haben Blaster GX, decke alle deine Preiskarten auf. Das war's. Die bleiben für den Rest des Spiels aufgedeckt. Interessantes Pokémon, schaut echt lustig aus mit diesem kleinen, schlanken Hals und kleinen Kopf wie so ein Hütchen und dann diese mächtigen Arme, die links und rechts herunterprallen. Cooles Pokémon an und für sich, jetzt auch von der Promo-Edition in das Set gewandert, in einer schönen Full-Art-Verpackung. Abendmähne, Necrozma, Bombe. Das ist schön geworden, aber das erinnert so ein bisschen an das YouTube-Logo. Passt eigentlich, wenn man hier unten guckt. Aber auch hier leider Hintergrund. Ich bin da einfach ein Riesenfan von Hintergrunddesigns. Und das macht es halt bei den Rainbow Rares auch nicht viel besser. Also es sind immer dieselben Designs, ihr kennt es ja mittlerweile. Aber es gibt eine Sache, die neu ist. Und zwar das hier. Es gibt eine neue Seltenheitsstufe, die aber noch nicht klar definiert ist oder betitelt worden ist. Es ist schon eine Art Secret Rare. Ja, es soll auch eine Secret Rare wahrscheinlich darstellen. Weil wir haben ja Full Art Rainbow, aber wir haben keine Secret Rare Pokémon mehr, wie davor in den Turbo-Sets auch schon. Da gab es ja immer noch mal welche mit einem goldenen Rand. Hier haben wir halt ein Vollbild-Gold. Vielleicht wird das ja auch einen neuen Namen kriegen. Was wäre euer Vorschlag für dieses Artwork oder für diese Seltenheitsstufe? Weil es handelt sich hierbei um dieselben Karten aus dem ersten Sonne- und Mond-Set. Lunala und Solgaleo, hier so ein bisschen das Tribute an diese wirklich wichtigen Sonne- und Mond-Pokémon, die ausschlaggebenden, die Charakter gegeben haben dieser ganzen Geschichte an die Signature-Pokémon, nennen wir sie doch so, wie sie heißen. Dafür sind sie halt einfach schon super geil und prädestiniert, hier die erste goldene Version zu sein. Aber wie wollen wir das nennen? Gold Secret Rare, Gold Rare, keine Ahnung. Lasst mal Vorschläge da. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet und wie ihr das nennen würdet. Weil eigentlich ist es nach wie vor eine Secret Rare mit einer höheren Wertigkeit, so haben wir es zumindest bei Lottie Cards definiert. Aber eure Meinung würde mich da interessieren. Gut, gehen wir weiter zu den Trainerkarten, schließen das dann gleich ab mit den Energiekarten, dann sind wir durch. Wir haben das Palpat zurückbekommen, das Adressbuch, das wir aus Flammenmeer schon kannten, aus dem XYZ. Mische zwei Unterstützerkarten aus deinem Ablagestapel in dein Deck und das ist tatsächlich jetzt eine gute Karte, weil wir keinen Kampffahnder mehr haben. Wir haben keine Möglichkeit, die Unterstützerkarten vom Discard-Pile irgendwie zurückzuholen. Außer vielleicht durch Karten, die wir heute schon mal in der Set-Review gesehen haben. Nein, aber das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Adressbuch kann man jetzt definitiv mal in den Decks spielen, weil dann kann man sich zum Beispiel überlegen, anstatt 4 Bromley zu spielen, anstatt 4 N zu spielen, dann kann man auch jeweils 3 spielen und einfach noch ein Adressbuch hinterher, weil man kann die Karten ja wieder zurückholen, zumindest ins Deck. Wir kriegen sie noch nicht direkt auf die Hand, aber sie sind schon mal wieder verfügbar. Und das dafür, dass man nur eine Itemkarte aktiviert, finde ich schon echt cool. Also Adressbuch, wer noch ein paar alte von euch rumliegen hat aus dem Flammenmeer-Set, ihr könnt sie wieder in eure Deckbox packen, wo eure spielbaren Karten drin sind. Dann habt ihr das immer griffbereit. Dann haben wir das Bestellpad. Wirf eine Münze, durchsuche bei Kopf dein Deck. Nach einer Itemkarte zeige sie deinem Gegner, nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck. An und für sich okay, es ist eine Search Engine für Items, aber wir müssen eine Münze werfen. Und ab dem Moment sind Karten für mich schon immer generell uninteressant. Weil die Chancen sind, ihr wisst es ja, 50-50, trifft man nicht. Und wie oft kommt es tatsächlich vor, dass man nicht trifft? Bei mir zumindest sehr oft, deswegen kann ich die Karten nicht leiden. Ich möchte immer einen 100%igen Gewinn aus der Karte haben. Ich möchte eine 100%ige Trefferchance haben, dass der Effekt auch zieht. Und mit Bestellpad kriegt man das nicht hin. Ansonsten, natürlich kann man sich, wie schon auf dem Bild dargestellt,
Hyperball holen, um vielleicht auf Capufala zu gehen, Capufala auf Bridget, Bridget auf Pokémon und somit das Feld wieder zu füllen. Dafür würde dann das Bestellpad sorgen. Genauso wie für einen Sonderbonbon. Wir werden jetzt auch immer wieder die großen entwickelten Phase 2 Pokémon zu sehen bekommen. Dafür braucht man einfach Support, Evo-Soda. Alles kann man sich raussuchen und dann ist es gut, aber man muss halt eine Münze werfen. So, Cynthia. Wir schauen uns direkt die Full-Art-Version an, weil die schon echt schön geworden ist. Wobei, schauen wir uns erstmal die an und dann gibt es einen Punkt, an dem ich echt, und boah, da hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Bezüglich des Artworks. Also, erstmal Cynthia, back in the game. Schön, dass sie wieder da ist. Kommt auch mit einem sehr guten Effekt. Mische deine Handkarten in dein Deck und ziehe anschließend 6 Karten. Viele fragen, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Es ist gut, Freunde, es ist gut, weil es uns einfach konstant immer dieselbe Anzahl an Karten liefert. N bringt uns nur am Anfang 6 Handkarten, aber er disruptet natürlich auch situativ den Gegner. Wenn er schon gut vorangegangen ist, viele Preiskarten gezogen hat, würde N uns natürlich mehr bringen als Cynthia. Aber deswegen spielt man auch eine Kombination. Also ich würde auch lieber 3 N und 3 Cynthia spielen, wahrscheinlich sogar weniger Platan, damit ich nicht zu viele Handkarten wegschmeißen muss. Und 3 Bromley. Also man kann das schön in so einer Dreierstaffel, diese 4-5 Supporter oder was, 4 Supporter und es war's. Plus hat noch ein, zwei Add-ons wie Lynette, die man halt braucht. Aber Handkarten zu mischen und viele zu ziehen, ist eigentlich immer besser, als Handkarten wegzuschmeißen, um viele Karten zu ziehen. Auch wenn es jetzt in dem Fall nur eine Karte weniger ist. Ich finde Cynthia eine wahnsinnig gute Karte, würde sie definitiv jedem empfehlen, dass sie sich 4-mal holt, weil ihr werdet sie im Normalfall 2 bis 3 Mal auf jeden Fall irgendwo spielen. Ja. Gott, Artwork vom Full Art. Hm. 2 Dinge, die mich stören. Der Mund. Das ist das allererste, was mich stört. Und ein bisschen die Nase. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber irgendwas stört mich an der Nase. Ich meine, es hat sich hier auch einfach nur so ein Strich. Ja, aber der Mund. Irgendwas ist da schiefgelaufen, Freunde. Was ist das denn für ein Lächeln? Ich verstehe das nicht. Was ist das für ein Dreieckslächeln? Das hätte man, denke ich, ein bisschen schöner, ein bisschen edler gestalten können. Weil die ist cool, die hat Stil, die ist schön gezeichnet an und für sich. Aber das versaut es halt hier so ein bisschen. Also, schade. Gut, Elektrodisk kennen wir schon, wie die Kampfdisk und die Psychodisk. Macht einfach Amigento auch zu einem Blitz-Pokémon, was an und für sich cool ist. Fluchtboard. Schaut schon mal geil aus. Ähnlich wie das Board von Conan. Ja, wer Detektiv Conan kennt, so ein cooles Board halt. Hat auch einen interessanten Effekt. Die Rückzugskosten des Pokémons, an das diese Karte angelegt ist, werden um 1 reduziert. Und es kann sich sogar zurückziehen, wenn es schläft oder paralysiert ist. Und das ist ja eigentlich nicht möglich. Pokémon, die schlafen oder paralysiert sind, machen halt gar nichts. Die hocken halt da und warten, dass sie irgendwann aufwachen. Aber mehr machen sie nicht. Dafür ist es schon echt gut, aber alternativ haben wir immer noch Bromley, was wir überall spielen. Wir haben Acerola, was man auch theoretisch überall spielen könnte. Wir haben Fluchtzeit, wir haben Tausch, wir haben Pokémon, die das vielleicht auch realisieren können, dass man irgendwie in den aktiven Spot geht oder eben sich zurückziehen kann. Es gibt genug Möglichkeiten und ich weiß nicht, ob wir das Fluchtboard wirklich oft sehen werden, denn wer ist aktiv im Meta unterwegs, der sagt, ich schläfe jemanden ein oder ich paralysiere jemanden. Dementsprechend würde sich das dann auch lohnen, aber im Moment eher nicht. Schaut aber cool aus, auch das Full-Art-Design ist schön geworden. Hier, schöne goldene Karte, prinzipiell immer schön die Karten. So, Kraterberg, jetzt, das haben wir noch gebraucht für unsere Metall-Pokémon. Gelegentlich wäre es cool, vielleicht hin und her zu springen, aber das macht es dann so unübersichtlich. Kraterberg, fällt mir auch gerade ein, wir müssen uns noch die rote mal anschauen, aber die machen wir danach. Kraterberg, einmal während deines Zuges oder während des Zuges jedes Spielers kann er 2 Metallenergiekarten von seinem Ablagestapel auf seine Hand nehmen. Und das ist behindert gut. Das ist so. Stell dir das mal vor. Säugerleo schmeißt dir, oder in dem Fall das Necrozma, schmeißt dir Energiekarten weg, wenn es angreift. 3 Stück. Wir holen uns einfach 2 davon zurück. Plus irgendwie anders noch eine 3. Energiekarte. Dann haben wir Magnezone, das schön rumschwebt und sagt Magnezone und legt den ganzen Spaß wieder an. Fantastisch. Also mit Kraterberg haben wir eine sehr gute Karte bekommen. Für die Metalldecks, es wird einfach so übertrieben gut, dieses Deck. Wir haben auch noch die Energie-Zugewinn-Item-Karte, die sagt, nimm dir noch 2 Basis-Energiekarten vom Ablagestapel auf die Hand. Und so kriegen wir es eigentlich immer wieder hin, das Necrozma vollzuladen, um wieder 220 oder 250 Damage zu machen, je nachdem, ob wir das Wahlband anliegen haben oder nicht. Nächster Supporter kommt in Form von Lebel, unserem Detektiv. Ziehe 3 Karten von unten aus deinem Deck. Kommandotan. Hatten wir doch erst. Sagt genau,
Nimm drei Karten, lege sie in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Lebel sagt, ich ziehe drei Karten von ganz unten von meinem Deck. Also genau die Karten, die wir uns ausgesucht haben. Dafür ist es okay, aber ich weiß nicht, ob das zwingend notwendig ist. Ob man das vielleicht mit einem anderen Pokémon noch machen kann, dass man das wie mit Maho macht. Dass man sich Karten oben drauf legt und mit Octillery danach zieht. Weil ab dem Moment, wo wir mit Kommandotan was runtergelegt haben und die Karten gemischt werden, weil der Gegner endspielt oder irgendwas, dann ist Lebel einfach gar nicht mehr gut. Und einfach nur drei Karten von unten zu ziehen, was ist der Unterschied von oben zu ziehen, wenn man die Reihenfolge nicht beeinflussen kann? Da ist es dann wahrscheinlich besser, dass man Tierno spielt oder so, ja, oder wie die Kollegen jetzt an den Sonne und Mond heißen, die einfach drei Karten ziehen und man das Ganze mit Galagladi macht, dass man die obersten fünf Karten arrangiert, wie man es braucht. Ich weiß nicht, da bin ich noch nicht begeistert davon, aber das Full Art Design gefällt mir gut. Hier schön am Burger essen, cooler Typ. Mag ich auf jeden Fall, er hat auch seine eigene Pfeife bekommen. Durchsuche dein Deck nach bis zu zwei Karten namens Lebel, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand, mische anschließend dein Deck. Das ist so eine klassische Sache, um einfach das Deck auszudünnen, ja. Oder man muss es wirklich mit Lebel irgendwie kombinieren, dass man irgendwas hinbekommt. Aber zu sagen, ich spiele Lebel und hole mir dafür Lebels Pfeife, kann ich ja in dem Fall auch holen, weil der Name steckt ja mit drinnen. Dann hole ich mir nochmal welche raus, heißt, ich reduziere mein Deck schon mal um vier Karten. Lebel holt zwei Lebel, einen davon holt den letzten Lebel plus den Supporter und dann hat man das Deck wieder ein bisschen runter reduziert und man hat einfach Futter. Man macht den im Endeffekt, wenn man die Karte spielt, plus eins auf der Hand, ja, eine Karte extra, dass man dann für Hyperball wegschmeißen kann. Das ist ein bisschen Mathematik, was man da irgendwie mit einbinden lassen könnte und dass man halt tatsächlich das Deck ausdünnt. Aber sonst, ich habe noch keinen großen Nutzen gefunden von diesen Kollegen hier. Deswegen werde ich auch diese Karte nicht einsetzen können. Lilly ist wieder am Start. Sie ist immer mal wieder da gewesen, jetzt aber in einem schöneren Artwork. Ich liebe dieses Design. Das ist so schön geworden mit dem schönen Regenbogen im Hintergrund. Mir gefällt es auch besser, wenn sie die Haare so trägt und nicht diesen Hut auf hat. Generell von den Klamotten her kommt sie so sehr viel cooler rüber, ein bisschen frecher auch. Und das ist einfach wunderschön. Eine der schönsten Karten aus diesem Set. Ich glaube, ich hatte schon vor Wochen oder vor Monaten, hatte ich schon den japanischen Scan davon gepostet und gesagt, damn, Bro, das ist ein super geiles Artwork. Mars ist auch am Start, hier Team Galactica, sage ich immer. Ziehe zwei Karten, wenn du das machst, lege eine zufällige Karte aus der Hand eines Gegners auf seinen Ablagestapel. Es ist generell immer gut, Karten zu ziehen, wenn man aber auch noch einen weiteren Effekt mitbekommt, wie auch schon bei Professor Kukui, dass dann das aktive Pokémon 20 Damage mehr macht gegenüber dem Gegner. Dann ist das nicht schlecht. Und hier können wir noch eine Handkarte loswerden. Warum eigentlich nicht? Also Mars, denke ich, ist so eine One-Off-Karte, die man einfach spielen kann. Die kann man einfach ausprobieren. Und dafür würde ich sie auch ein, zweimal spielen wollen oder auf jeden Fall haben wollen. Ob ich sie einsetze oder nicht, ist ja was anderes. Rote Speerkarte. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten. Du kannst deinen Gegner dazu veranlassen, die Karten aus seiner Hand zu zählen, jene Karten in sein Deck zu mischen und anschließend dieselbe Anzahl der Karten neu zu ziehen. Das könnte echt gut sein, wenn der Gegner sich gerade wirklich seine Hand vorbereitet hat. Dass er da Karten hat, die er braucht, um seine aktuellen Entwicklungen zu vollführen. Ob er Spezialenergiekarten hat, den Supporter, den er nächste Runde brauchen könnte, um vielleicht das Spiel zu gewinnen. Dann ist das echt in Ordnung. Und wenn er nur Rotz auf der Hand hat, dann soll er den Rotz auch behalten. Also es gibt uns einfach Informationen und Wissen ist auch hier im TCG Macht. Man kann voraussehen, was der Gegner spielen wird, man kann dementsprechend seinen Zug anpassen, weitere Vorkehrungen dafür treffen, alternative Hitter vorbereiten oder einen Block aufbauen. Also es gibt genug Dinge, die man da machen kann. Rote Speerkarte, an und für sich nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, ob wir sie sehen werden. Generell diese ganzen rote Karte, Hand Disruption Stuff, haben wir schon lange nicht mehr in der Intensität gesehen, wie es mal war. Samantha ist dieselbe Karte, die wir schon kennen und auch lieben. Hat auch ein sehr schönes Artwork hier bekommen. Und hier ist die dunkle Seite von ihr, ja, passend. Hat aber genau denselben Effekt. Nimm eine beliebige Kombination aus zwei Unterstützern und Stadionkarten von deinem Ablagestapel auf deine Hand. Supergeil. Also auch hier schönes Artwork wieder geworden. Der Schmetterhammer ist da, den kennen wir schon. Und Silvana kommt. Die Karte habe ich auch gepostet, weil die schön geworden ist. Heile 80 Schadenspunkte bei einem deiner Pokémon, dass mindestens eine Pflanzenergie angelegt ist. Also reines Ranger-mäßiges hier für die Pflanzen-Pokémon noch ein bisschen Support. Tracy hat jetzt ihre Full-Art-Version bekommen. Sieht man aber auch nicht im aktiven Spiel, weil Wasser-Pokémon irgendwie... Volkner! Durchsuche dein Deck nach einer Item-Karte und einer Pflanzenergie-Karte, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Schlecht. Leider Volkner echt schlecht. Das ist genauso wie Troy.
Troy hat ja auch eine Basis-Energiekarte, glaube ich, und ein Item rausgesucht. Nee, gibt Besseres. Nee, einfach. Nee. Allein dafür würde ich wahrscheinlich eher Geraldine spielen und irgendwie ein Professor's Letter und dann könnte ich mir zwei Karten raussuchen, was im Endeffekt auch mein Deck ein bisschen kleiner macht und ich mehr Stuff bekomme dafür. Er schaut aber cool aus, also Badass-mäßig hier gerade fresh am Jacke anziehen. Das haben sie schon echt gut gemacht, aber Effekt eher nicht so gut. Und Cyrus oder Cyrus, heißt er dann wirklich Cyrus im Deutschen? Ich kenne ihn nur als Cyrus. Hier auch eine Prisma-Sternkarte als Unterstützerversion, heißt, wenn die gespielt wurde, ist die hops. Kann man nicht mehr aktivieren, wenn man sie wegschmeißen musste, kann man sie nie wieder aktivieren. Du kannst diese Karte nur spielen, wenn dein aktives Pokémon ein Wasser- oder Metall-Pokémon ist. Und was bringt er dann? Dein Gegner wählt zwei Pokémon auf seiner Bank und mischt die anderen sowie alle an sie angelegten Karten in sein Deck. Warum spielt man nicht Parallelstart dafür? Der Gegner behält halt in dem Fall zwei Pokémon auf der Bank und bei Parallelstart maximal drei Pokémon. Und bei Parallelstart muss er die discarden, die landen im Ablagestapel und bei Cyrus werden sie ins Deck zurückgemischt, plus alle anliegenden Karten, was dem Gegner sogar Vorteile geben könnte. Allein dafür, dass er sagt, ich mische mir Carpufala zurück, ich mische mir ein gedamagedes großes Pokémon und viele Energiekarten zurück, um es danach wieder zu entwickeln und die Energiekarten wieder zu haben. Ich finde Cyrus einfach nicht gut. Oder ich übersehe wirklich einen sehr offensichtlichen Vorteil dieser Karte, aber für mich ist die einfach nicht gut. Es gibt viel zu viele Situationen, wo man sie nicht braucht. So, und es bleiben noch ein paar Spezialenergiekarten, die wir bekommen. Und auch alle in einer schönen goldenen Version. Gucken wir es mal hier. Aggregatenergie für Pflanze, Feuer und Wasser. Ist wie die alten Blend Energies, ja, super geil. Diese Karte liefert eine Energiekarte. Sie ist an ein Pokémon, ist sie an ein Pokémon angelegt, liefert diese Karte entweder eine Pflanzen-, eine Wasser- oder eine Feuerenergiekarte, aber immer nur einen Typen. Das ist also eine Art Rainbow, aber limitiert auf ein paar spezielle Energietypen. Was kann man denn damit kombinieren? Volcanion mit was? Oder Tektas mit Amphira? Keine Ahnung. Da muss man mal überlegen, welche Energietypen supporten sich da wirklich gegenseitig? Vor allem, wenn man auch bedenkt, Feuer-Pokémon, wir werden nicht immer dieselben Pokémon haben, weil Volcanion müsste, wenn ich mich nicht irre, nächstes Jahr auch rausrotieren. Oder nach den nächsten Worlds, weil das Set müsste dann auch rausfallen aus der Rotation. Was haben wir alternativ, was man spielen könnte? Vielleicht kommen noch neue coole Feuer-Pokémon, die man dann eher brauchen könnte. Dasselbe gilt dann für diese Blend-Energy. Die bietet dann eben für Metall, Blitz und Psycho. Selbe Geschichte, welche Pokémon kann man wie kombinieren? Ist es vielleicht für ein Metagross-Deck cool mit dem alten Necrozma-GX? Ja, weil dann hat man beide Typen mit dabei. Sobald man natürlich spezielle Energiekarten spielt, braucht man auch die Spezialaufladung, die Itemkarte, um sich spezielle Energiekarten wieder zurückzuholen. Dann ist das echt eine coole Sache. Und die letzte Super-Antriebsenergie-Spezialenergiekarte ist auch eine Prisma-Stern-Sonderkarte, die man nur einmal spielen darf pro Deck. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Diese Karte liefert eine Energie. Erstmal eine farblose Energie. Ist sie an ein Phase 2 Pokémon angelegt, liefert diese Karte jeden beliebigen Energietypen, aber immer nur jeweils eine Energie, also eine Rainbow Rare. Wenn du drei oder mehr Phase 2 Pokémon im Spiel hast, liefert sie jedem beliebigen Energietypen, aber immer jeweils vier. Das ist so krank. Und das passt halt genau perfekt in solche Decks wie mit Volipurba gesteuert, dass man auf der Bank schnell Entwicklungen vorbereitet. Linette, vier Bouts, dann kommt das Volipurba nach vorne, GX-Attacke entwickelt alle in die Phase 1, nächste Runde entwickelt man selber und schon kann die Super-Antriebsenergie-Karte einfach für ein Attachment vier Rainbow Rares liefern. Blöd ist nur, wenn sie weg ist, ist sie halt weg, aber die kann echt super stark sein, je nachdem, was für ein Deck man spielt, ja, mit mehreren Metagross, mit mehreren Solgaleo, wo man wirklich viel Stuff hat auch. Tatsächlich werden da auch dann 4 bis 5 Phase 2 Pokémon maximal gespielt werden können. Dann ist das schon echt nicht schlecht. Aber haben wir die Decks, werden wir eher bei Phase 1 Pokémon stehen bleiben, die sehr schnell sich entwickeln und trotzdem stark sind. Wie zum Beispiel Zoroark und Tektas, die nach wie vor wahnsinnig stark sind. Viele große Basic Pokémon, EX oder GX, werden die weiterhin dominierend sein. Dann werden wir diese Karte nicht im Einsatz sehen. Aber es wird schon noch einiges kommen, denke ich. Und das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Was wir auch noch im Auge behalten wollten, ist das ganze Rotom-Geschnösel. Wir fangen von vorne an, denn wir haben natürlich für jeden Energietypen einen Rotom gekriegt. Rotomotor. Ich glaube, ich habe tatsächlich vor einer Woche erst ein Bild gepostet mit den ganzen verschiedenen Rotom-Versionen. Habe euch gefragt, welche euch am besten gefällt. Und ich glaube, ihr wart für den Rasenmäher.
Und da ist er auch schon. Wenn du 9 Pokémon-Ausrüstungen oder mehr in deinem Ablagestapel hast, ignoriere alle Energien in den Attackenkosten jeder Attacken dieses Pokémon. Nehmen wir einfach mal an, wir haben so viele Ausrüstungen in unserem Deck, dass wir die wirklich auch alle weghauen können. Dann funktioniert das sogar. Dann können wir hier 60 Damage machen, eine Spezialenergiekarte beim Gegner wegwerfen. Oder wir machen einfach straight 80 Damage. Oder Waschpfeil. Einfach einem gegnerischen Bank-Pokémon 50 Damage schießen. Oder dieses Pokémon fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der an allen Pokémon eines Gegners angelegten Energiekarten zu. Plus 10. Oder 120 und kann nächste Runde nicht angreifen. Oder dieses Pokémon fügt jedem Pokémon deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Ich weiß ja nicht. Also lustig ist die Idee schon, weil jeder wird dann so eine kleine Rotom-Sammlung vielleicht direkt machen. Ja, das ist ganz niedlich eigentlich. Aber spielbar ist das. Selbst, glaube ich, in einem Low-Budget-Deck ist die Frage, welche neuen Ausrüstungskarten kann man wie wirklich schnell raus auf den Discard-Pile bekommen, damit die Attacken kostenlos sind. Weil dann ist es cool, ja, weil dann kannst du wirklich da hin und her switchen zwischen den verschiedenen Typen erstens und den verschiedenen Attackeneffekten, die man eventuell auch wirklich gut einsetzen kann, dass man hier schon mal ein bisschen Damage vorlegt, dann hier ein bisschen Damage verteilt, dann hier einfach straight reinhaut oder Energiekarten los wird oder einfach 120 in your face macht. Dafür ist es, denke ich, schon echt lustig, aber leider ist es auch hier, sage ich mal, überschaubar. Wenn man nochmal so rückblickend mal guckt, was da wirklich Starkes dabei war und was ich euch empfehlen würde, vielleicht jetzt machen wir das so auch abschließend immer zu den Set-Reviews, welche Karten ich euch empfehlen würde zu holen, einfach um damit mal rum zu experimentieren. Holt euch auf jeden Fall mal einfach eine 2-2-Line Kinoso. Ihr wisst nicht, ob ihr irgendwann mal euer Pflanzendeck ein bisschen schützen wollt vor solchen Dingen wie Schwäche. Volipurba sowieso werdet ihr wahrscheinlich 2-3 Mal brauchen. Ansonsten schauen wir weiter bei den Feuer-Pokémon. Panferno würde ich erstmal nicht empfehlen, weil ich nicht weiß, ob man damit wirklich was machen kann. Genauso wie das Alola Sandame. Ich meine, ihr werdet es, denke ich, oft genug irgendwo ziehen. Es ist zwar eine Rare, aber die werdet ihr schon irgendwo kriegen. Auch möglicherweise als Reverse-Holo oder in einem der Themen-Decks. Falls ihr es habt, legt es einfach mal auf Seite. Vielleicht kann man damit noch was anfangen. Ich würde mit dem Polion definitiv mal ein Low-Budget-Deck probieren an eurer Stelle. Falls ihr nicht wollt oder falls ihr nicht sehr viel Geld für GX-Karten investieren wollt, habt ihr hier schon mal einen guten Starter. Und das wird, glaube ich, auch tatsächlich eines der Themen-Decks sein, das ihr euch kaufen könnt. Heißt, davon solltet ihr schon mal einen Großteil dann haben. Weiter geht es mit Glaciola GX, sowieso fantastisches Pokémon, super Design, super Effekt auch, einfach eine Barriere. Versucht euch auch gerne mal so ein Luxtra-Deck zu bauen mit ein bisschen Hand-Control, also quasi Item-Lock, plus ein bisschen Barrier, dass man sie schützt vor 30 extra Damage. Mit Pachirisu und Co. kann man vielleicht nochmal ein Raichu GX-Deck aufleben lassen, viel Energie fluten und dann einfach ordentlich geben. Ansonsten Krypuk einfach 2-mal haben, denke ich, ist nicht verkehrt für die Unterstützer, dass man sie wieder auf die Hand holt. Zum Sammeln bin ich sowieso immer ein Fan von solchen Special-Karten, wie jetzt eben den Prismastern-Versionen von Giratina, Darkrai und Co. Weiter geht es mit, würde ich erstmal nicht sagen. Probiert es auch wirklich mal aus, ein Lucario und Knackrack-Deck zu bauen. Das könnte wahnsinnig geil werden. Das sind ja so 2 Pokémon, die perfekt miteinander fusionieren könnten auch. Geiles Teil. Holt euch da mal auf jeden Fall noch ein paar davon. Weiter geht es dann bei den Finsternis-Pokémon mit einem Darkrai, auch aus Sammlergründen. Spielbar an und für sich, aber viel zu heavy von den Energiekosten. Dafür, dass er... Okay, gut ist er dafür, dass er nochmal Energiekarten aufs Feld kriegt. Definitiv hier eine 3-3-3-Line einfach mal organisieren, weil ihr wisst nicht, was ihr mal spielen wollt. Dann braucht ihr das für Metalldecks Nonplusultra. Ihr müsst davon welche spielen. Wahnsinnig gute Karte. Passen dann natürlich auch für euren Mega-Hitter. Braucht ihr den Support über Solgaleo, um die Energiekarten zu holen. Abendmähne Necrozma, 3 Stück haben muss. Werde ich mir auch dann zeitnah noch organisieren. Wahnsinnig geile Karte. Magierna einfach mal eine haben, denke ich, für diesen Pokémon-Ausrüstungstausch. Könnte nice sein. Capofala würde ich mir einfach mal 1-2 holen. Hier natürlich so eine 4-4-4-Line, weil die Knaxel und... Kaumalat sind nicht teuer, die kriegt ihr für ein paar Cent hinterhergeworfen, aber die Knackrack müsst ihr euch halt holen, ist auch hier als Holo drin, in den Themendecks dann anscheinend, schaut so aus vom Artwork her, genau, das müsste auch eines der Themendecks eben sein, aber sonst kriegt ihr das natürlich hier auch als Regular Rare, deswegen auch in dem Fall keine allzu teure Karte. Die Alga, eine holen, definitiv,
Evoli nur, weil es süß ist. Ansonsten haben wir hier Kommandotarn. Könnte man sich einfach mal zwei holen. Ist in dem Fall eine Uncommon. Ob man das wirklich mal einsetzen möchte als ja, Acceleration oder als Recycling-Karte eigentlich eher, ja. Dann ist das auch eine Frage, die man sich stellen muss. Ich würde es einfach zweimal holen. Das ist, wie gesagt, keine teure Karte. Full Arts, haben wir gesagt, gut. Ist Personal Preference, ob man Full Arts, Rainbows oder Secret Rares spielen möchte. Mir reichen die Standardversionen, weil die einfach auch gut ausschauen und einen schönen Hintergrund haben. Das ist immer so der Vorteil für mich. Dann geht's weiter mit den Karten. Holt euch einfach mal zweimal das Adressbuch. Viermal Cynthia auf jeden Fall. Falls ihr an die rankommt, gut, einfach mal zwei zu haben für mögliche Amigento-Variationen. Okay, das Fluchtboard, keine Ahnung, kann man sich zweimal holen. Kraterberg, vier Stück, einfach zum Haben. Und ansonsten Lily Full Art, wenn ihr sie habt, ich möchte sie bitte. Zweimal Mars würde ich euch empfehlen zu haben. Und am Ende war nichts mehr. Nö, das war's. Bei den Energiekarten, gut, wenn ihr sie kriegt, definitiv hier ein paar von den Aggregatskollegen für die Standard- und diese super Antriebsenergie, weiß ich nicht. Wenn ihr sie einmal kriegt, sowieso, ihr dürft sie eh nicht öfter spielen, wenn ihr sie mal zieht, behaltet sie einfach. Ihr wisst nicht, was ihr in Zukunft mal spielen werdet. Dann ist es gut, diese Karte zu haben, bevor man sie ewig sucht und braucht. Aber sonst, schöne Sachen sind dabei. Schöne, schöne Sachen. Mehr als 170 Karten hat dieses Set insgesamt mit den ganzen Gold Rares und Rainbow Rares und Full Arts und Co. Ich glaube, 172 haben wir insgesamt mit allem. Um wirklich spielbare Karten habt ihr jetzt ungefähr gesehen. Ich meine, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Zeit investiert, aber Set Reviews sollen ja euch genug Informationen geben, um alle Karten mal gesehen zu haben, die wirklich spielbar wären. Und ihr könnt ja selber entscheiden, ob sie für euch spielbar sind. Ich werde mir auch nochmal meine Gedanken machen, welche Karten ich mir hole. Ihr werdet auch wie immer auf Lottieblog in der Videobeschreibung den Link, ne, einfach mal folgen, werdet ihr sehen, welche Karten ich suche. Primär aber natürlich für die Sammlung, weil ich immer noch alles brauche. Ich bin ja nicht zu meinem Pre-Release gekommen. Mir fehlen auch noch die Pre-Release-Promo-Karten, die ich suche. Da hat mir schon, glaube ich, der Poke-Fairy-Fan, der Lukas, hat mir schon alle vier einmal organisiert. Aber ich könnte noch ein paar davon brauchen. Für eine eventuell eigene kleine Kollektion oder mal schauen. Falls ihr davon welche übrig habt und die nicht braucht, gerne einfach mal anschreiben. Ansonsten, wenn ihr mir bei der Sammlung helfen wollt, dass wir die auch relativ schnell vollständig bekommen. Ich sammle ja nur die GX, Full Arts, Regular Arts, Rainbow Rares, Full Arts, alles an Supportern und Energiekarten. Und da könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Checkt in die Videobeschreibung, da findet ihr auch meine Haves. Auch alles bei Lottieblog. Ansonsten, wenn ihr Infos sucht zu möglichen Produkten, schaut auf Lottiecards vorbei. Da findet ihr auch sehr, sehr viele Infos. Alles in der Videobeschreibung. Blogartikel findet ihr auf Lottieblog. Da ist auch schon eine kleine Review dazu erschienen von den Karten, was es da so gibt. Und hier nochmal in Videoform für euch, was ich davon halte. Auf jeden Fall gerne mal Feedback dalassen, würde mich freuen. Und ansonsten, wenn ihr neu dabei seid, drückt auf den Like-Button und auf den roten Button, dann abonniert ihr den Kanal. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Runde, auf das nächste Set. Ja, mal schauen, was wir als nächstes bekommen. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon einen Spoiler irgendwo gesehen, wie das Ding heißen soll. Warte mal, ich schaue das mal direkt nach, weil ich weiß tatsächlich schon, wie das Set heißen wird. Forbidden Light. Ja, schauen wir mal, wie es dann wirklich im Deutschen heißen wird und was da alles drin sein wird. Aber bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Es hat echt lang gedauert, aber es soll ja ausführlich sein, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Ciao.